Maria Magdalena Channeling von Lynn Laborde, Kommentar zur Lektion 63 von Ein Kurs in Wundern, und die lautet: Und das Licht der Welt bringt jedem Geist Frieden durch meine Vergebung. Lasst uns schauen, was Magdalena zu sagen hat. Ich grüße euch, Geliebte. Und wenn ihr die Handlung der Vergebung hervorbringt, erleuchtet ihr die Welt. Wisst, dass jeder Moment, in dem ihr euch dem Licht zuwendet, und jeder Moment, in dem ihr euch selbst erlaubt, die Wahrheit über euch zu erinnern und die Wahrheit über andere, der Moment, in dem ihr Vergebung verleiht, ist, in dem ist das, was ihr letztendlich tut, dass ihr euch selbst näher zur Göttlichkeit bringt. Ihr kehrt in das Königreich zurück. Ihr erwacht vom Traum, den ihr so lang geträumt habt. Der Bedarf an Vergebung akkumuliert sich auf eurem Weg durch diese Existenz und ihr erlaubt euch selbst zu glauben, dass ihr etwas anderes als Licht seid und etwas anderes als die Wahrheit und dass ihr selbst anders als das Christuswesen seid. Aber Gott hat nur eine Schöpfung und das ist das Sein reiner Liebe, das, was der Christus ist. Und jeder von euch ist eine Verkörperung davon. Und Vergebung ist der Schlüssel, der den Übergang erlaubt von dem Zustand des Ego-Geistes zum Christuswesen, dass das geschehen kann. Geliebte, wenn ihr Kinder habt und sie tun etwas, von dem ihr glaubt, das sollten sie nicht, da ist da ein Urteil, das darin enthalten ist. Und Gott urteilt nicht in dieser Art und Weise. Also es könnte sein, dass ihr Dinge nicht möchtet, dass sie tun für ihre eigene Sicherheit, also aus Vorsicht. Aber jedes Wesen muss auf seiner Reise seine eigene Erfahrung haben und muss zu dieser Realisation seines Selbst kommen, durch sich selbst. Ihr könnt Führung anbieten, ihr könnt Liebe anbieten, aber am allerwichtigsten könnt ihr Vergebung anbieten. Denn in dem Akt der Vergebung ist eine Wiedervereinigung. Ihr gebt wie vorher, und das Geben wie vorher ist die Erleuchtung der Gottheit, des Gottseins, das in jedem Wesen existiert. Also wenn ihr euch in einer Situation befindet mit euren Kindern und ihr werdet ärgerlich durch ihr Verhalten, dann versteht, dass sie eine Reflexion irgendeines Aspektes von euch sind, der euch gezeigt wird. Und er sagt, hier ist ein Teil von dir, den du dir selbst noch nicht vollständig vergeben hast. Wenn du die Notwendigkeit siehst, andere zu bestrafen, und wenn du die Notwendigkeit siehst, andere zu verurteilen oder beurteilen, dann bringst du Dunkelheit über sie. So, du setzt sie dann in den Schatten. Also was jetzt von euch gefragt ist, Geliebte, ist euch selbst zu erlauben, die anderen im Licht zu sehen. Erlaubt euch selbst, Frieden zu eurem Geist zu bringen, wo Aufruhr war. Ihr lebt in einer Welt, in der ihr glaubt, dass es da tatsächlich Dinge gibt, die außerhalb von euch sind und die nicht zu euch gehören. Dinge, die von jemandem anderen gemacht wurden. Und Situationen, in denen du ein Opfer warst. Autounfälle, Tyrannei, Krieg. Ein Nachbar, der nervig ist und der einen Hund hat, der bellt. Geliebte, wenn ihr wirklich das Gewebe der Existenz verstehen würdet, dann würdet ihr sofort vergeben und ihr würdet euch selbst erlauben zu sehen, dass das wirklich ein Aspekt von euch ist. Denn ihr selbst seid der Macher dieser ganzen Schöpfung. Und alles ist in einem Haus aus Spiegeln, die euch bitten, da einen Blick reinzuwerfen in eure Reflexionen und euch selbst zu sehen. Und dass ihr den Aspekt in Besitz nehmt von euch, von dem ihr geglaubt habt, dass er außerhalb von euch ist. Und ihr werdet gebeten zu wissen, dass in dem Geist, mit dem ihr ausgestattet wurdet, dass ihr da Situation nach Situation erschaffen habt
um einen Standpunkt zu validieren, also wahrzumachen, dass ihr ein Opfer der Welt seid, in der ihr lebt, und das könnte nicht weiter von der Wahrheit entfernt sein, ihr Lieben. Ihr lebt in einer Welt aus Liebe. Wenn ihr in jeder Situation mit einem Gefühl von Neutralität kommt, dann werdet ihr euch dort selbst finden. Und die Struktur des Universums hat als seine stärkste, als sein stärkstes Fundament eine Pyramide, ein Feld von Männlichkeit, ein Feld von Weiblichkeit, ein Feld von Positivität, ein Feld von Negativität. Aber das Dritte in diesem grundlegenden Feld, Geliebte, ist das von Neutralität. Und in dieser Neutralität werdet ihr die Vergebung finden, die euch zum Frieden Gottes führt. Und denn Gott existiert in dieser Dynamik. Euch wurde der Geist Gottes gegeben, um zu erschaffen. Was habt ihr erschaffen, Geliebte? Was ist eure Schöpfung? Das ist wirklich eine Unterhaltung, die radikale Selbstverantwortlichkeit erfordert. Und dazu seid ihr mehr als in der Lage. Also bringt heute Frieden zur Welt, Geliebte, durch eure Vergebung. Jeder Akt der Vergebung bringt mehr Licht und entfernt Schatten. Erlaubt euch heute, ein Bringer des Lichts zu sein und ein Bringer der Wahrheit. Und die Vergebung, die ihr sucht, Geliebte, ist im Inneren. Wenn ihr euch selbst vergebt, von jeder Idee, die ihr hattet, die anders als Gott war, und für jedes Wesen, mit dem ihr anders als Gott interagiert habt, in diesen Momenten, in dem ihr Vergebung schenkt, habt ihr euch selbst Liebe geschenkt und ihr habt euch selbst Frieden geschenkt. Erlaubt heute, euren Herzen weit geöffnet zu sein. Geliebte, jeden einzelnen Tag und jeden einzelnen Moment. Nehmt euch Zeit, während des Tages zu wissen, dass durch eure Vergebung Frieden da ist und Licht und Liebe. Jetzt hat die Katze miaut und sie sagt, hier ist ein fluffiges graues Geschöpf. Alle Wesen, Geliebte, Katzen, Hunde, Vögel sind alle eine Ausdehnung von euch selbst, die ihr erschaffen habt, um bei euch zu sein auf dieser Reise. Geliebte, erlaubt euch, alle Wesen zu lieben und beginnt mit euch selbst. Unser Segen ist immer bei euch, Geliebte. Unsere Liebe ist immer bei euch. Unser Licht ist immer bei euch. Und wenn ihr es braucht, Geliebte, ruft nach uns, um erinnert zu werden. Ruft nach uns, dass wir mit euch auf dieser Reise sind. Erlaubt uns, euren Weg nach Hause zu erleuchten. Aller Segen für euch, geliebte Brüder und Schwestern. Und wir werden wieder mit euch sprechen.